was? Ich muss den Teerbeißer machen, weil der Teerbeißer nicht da ist. Ja, richtig so. Prost, ne? Ja, Prost. So, Start von unserem Antlam Airport Days, Beginn nach 2 Stunden Ankunft. Das muss gerade geklappt werden. Genau so. Habt ihr Hammer? Ja, Thies, sag mal, was passiert? Ja, also ich habe hier bei der Firma Fiep erworben einen Motorhalter. Und wir sind eben einmal kurz gefahren und haben gecheckt, ob das Allrad funktioniert. Und ich hatte mich gewundert, dass ich meine Spritleitung von innen sehen kann. Wie man sieht, sind die hier vorne. Der Motor ist quasi extrem nach vorne gekippt, weil der Motorhalter einfach in der Mitte durchgebrochen ist an mehreren Stellen. Ich weiß nicht, die haben einfach nachgegeben. Ja. Wir wollten eigentlich nicht schrauben, jetzt sind wir 2 Stunden hier und ja. Ja, das erste ist der Motorhalter. Ja, so beginnt das Wochenende für Late Night. Late Night sei schon. Airport Days. Aber wenn ich schon mal dabei bin, kann ich mal kurz das Camp zeigen. Wir haben Team Old Audi Parts dabei. Moin! Moin! Den hier kennt ihr eigentlich noch gar nicht. Zumindest nicht von uns. Da können wir bestimmt nochmal drauf eingehen am Wochenende. Das ist der Warrior Audi von Herrn Düsen. Den Düsentrieb kennt ihr nämlich schon. Da waren wir ja zu Besuch bei ihm. Und dazu werden wir mit Sicherheit, es wird ja ein Zweiteiler werden, das Video hier. Im zweiten Teil, wo ballert wird, werdet ihr bestimmt ein bisschen was dazu sehen können. Und auch ein bisschen was von Tim. Mal wieder. Ist ja gut angekommen bei euch. Ja, ne? Ja, sehr gut. War sehr gut, das Video. War sehr gut. Ja, dann haben wir hier drüben noch quasi das Camp. Die Jungs haben Schweißgerät mit, Werkstattwagen, da ist alles dabei. Sehr coole Truppe. Wir bauen quasi den Halter, bauen wir jetzt nochmal neu. Dann, ja, ist das grob gesehen mal unser Camp. Das Ding hier. Dann haben wir Andi dabei, von Turbo Garage Delic. Den habt ihr jetzt am Montag gesehen, im letzten Video, mit dem Kollegen hier. Da ist ihm ja der Kopf quasi am Wassersteck durchgebrannt. Das ist Anjo, sein Auto. Unser Abstimmer. Da geht auch was am Wochenende, schätze ich. Aber stellen wir euch alles noch vor. Wie gesagt, wir wollten euch ganz kurz noch schnell mitnehmen bei diesem Thema, dass wir ja Motorhalter bauen müssen. Aber sonst läuft das schon mal gut. Sonst wäre der Motor halt ja nicht abgerissen. Wir gehen mal kurz dazu. Ja, das ist Motorsport, ne? Beide Jungs. Ja. Super krass. Ja, wir bauen den Motor halt und dann kommen wir da wieder. Die kriegen wir immer jetzt schon mal, wa? Die müssen ein bisschen brauchen. Nee. Würde ich weiß, dass kein Druck laufen. Alter, also, Fresse. Weil das Ding, ne? Das ist nicht so geil. Nein, nicht so wirklich. Aber ich hab's gerade schon gesehen, wie es geht. Mach immer. So. Fügst die alte nicht da. Aber wäre ja auch nicht normal, wenn die heile bleibt, ne? Länger als eine Woche. Ja, du musst links vorbei am Ziel. Aber noch die drei? Ja. Ja, der Halter, ne? Der hat ein paar Zanken da rein. 120 Euro und ich hab den bei mir, ich hab den aufgehabt über 2, der passte von Anfang an nicht. Du musst komplett umbauen. Ja, so sein. Bei mir ging das ganz gut eigentlich. Was? Bei mir ging das ganz gut. Aber du hast auch 02A erst, ne? Ne, 02. Wahrscheinlich, weil ich den Halter ums Auto gebaut hab. Kommt doch nicht rein. Hm? Kommt auch nicht rein. Ja, aber für Hüller passt das gar nicht. So, mal schauen. Dein Ernst oder was? Morgen.
Guten Morgen. Und aufgeregt hieß? Moin. Moin. Danke. Okay. Was machen wir? Ja, wir haben ja gestern schon gemerkt, dass wir, oder Thies, arg Schwierigkeiten mit Traktion hat. Also, wir waren ja noch im Camp, also Bjarne hinter der Kamera und ich. Und als er noch nur mit Front gefahren ist, hörte sich das schon immer sehr brutal an Richtung keine Traktion. Und dann haben wir gesagt, Thies, Mensch, du fährst ja immer noch auf Front. Und dann kam er hier an und so, nee, das war schon Allrad. Das dreht halt extrem durch. Und ja, wir haben halt den Vorzug, dass wir so eine Räder noch liegen haben. Und haben wir jetzt gesagt, komm, bevor wir testen, bauen wir die jetzt gleich auf, weil das wird eh nichts bringen. Also das Wetter ist auch gerade so ein bisschen halb gut. Das heißt, ein bisschen Niesel. Und dann werden wir mit den Schlappen wahrscheinlich nichts werden. Deswegen bauen wir jetzt um. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Thies, was sagst du? Knietank. Sehr gespannt. Seid ihr fit? Ja, Mann. Geil, ja, habt ihr Bock? Ready Bock, Alter. Ich gestern mit Gerhard reingehockelt. Tausch hier. Oh, wer sowas von. Und willst gut weit. Unseren anfänglichen Start in Anführungsstrichen gestern beim Testen ja schon so ein bisschen Malheur gehabt mit unserem Motorhalter. So, du hast Anjo die letzte Map drauf gemacht, wo er sagt, okay, jetzt muss laufen. Wir fahren im Endeffekt jetzt Dosendruck mit 1,6 Bar. Und wenn wir ganz, ganz langsam mal reinkommen, die Räder sind das erste Mal drauf, das Map ist das erste Mal so wie es ist. Gestern haben wir vorzeitig abbrechen müssen, das heißt, beziehungsweise Thies geht jetzt das erste Mal an den Start und wir werden ganz, ganz piano reingehen. Also wir werden so ein bisschen mitfilmen. Ihr werdet schon sehen, wie gesagt, Kameramann generell ist diesmal nicht mit, das machen wir selber. Wird so ein bisschen flexig werden, aber mein Gott, das ist halt auf so einem Event auch nicht anders machbar. Ist ja kein Skript, was wir hier abspielen, sondern so wie es halt kommt. Ne? Also wir werden immer mal wieder so ein bisschen einsteigen. Und jetzt läuft Thies sein Auto und wir gehen jetzt mal an den Start, gucken uns aber die anderen an. Da sind noch ein paar andere Kracher dabei. Und wir werden filmen und ein bisschen vormachen, ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Consciousness and that we can make contact.
Kipphits. Golf 3, R32 Turbo, 4Motion, 800 PS. Und hier auf der linken PBH Motoring aus Hamburg oder dem Hamburger Umland.
Alter, Tubek abgezogen, Junge! Eben noch so eine Klappe gehabt und dicke Eier und jetzt vom Tiger abgezogen. Junge, Junge. Oh, aber er ist. Oh, 11-8 der Stefan Tiger und 11-6 der Paul. Vor der Corvette mit 12-1 gegen eine 12-4, 100. Zuletzt eingestiegen sind. Bjarne hat ja zwischendurch mal so richtig ein bisschen Gas gegeben, ein paar Autos aufgenommen und die Starts gefilmt und so weiter und so weiter. Das ist aber auch, sag ich mal, von diesem Video mit ein Hauptteil. Nicht nur das eigene Auto mal zu zeigen, sondern mal zu sehen, was hier noch so rumfährt. Ja, wir haben jetzt nochmal, was hieß, nur was Gasfilter getauscht, weil wir immer noch ein bisschen zu viel Ladung gemacht haben. Und Fakt ist, wir waren auch schon zwischendurch bei und wie gesagt, das ist der Tag schon fast um wieder. Das Haldex hinten quasi nochmal kontrolliert und geprüft. Also wir vermuten, dass die Lamellen weggebrannt sind. Ob das auf dem Prüfstand passiert ist vorher mittendrin, wissen wir nicht. So, es funktioniert leider nicht. Wir haben also heute nur das Vergnügen gehabt, auf Front zu messen. Dieses hinter der Kamera freut sich auch riesig. Es ist aber trotzdem okay, es ist nicht negativ. Es ist so, dass wir wissen, das Auto funktioniert trotzdem. An sich, sag ich mal, sind auch keine großen Probleme mehr da. Wie gesagt, gestern Abend natürlich aber mit dem Motorhalter noch, aber ansonsten läuft er. So, ich sag mal jetzt, ein Haldex hinten tauschen ist keine Riesenkunst.
Das würde man einmal machen und dann, sag ich mal, könnte man das nächste Mal wieder fahren. Normal, zwei Kleinigkeiten noch. Ja, aber wie gesagt, das neu gebautes Auto, natürlich ist da immer irgendetwas. So, wenn das jetzt schon der 50. genau so gebaut worden wäre, hätte ich jetzt gesagt, okay, dann wären die Fehler natürlich Quatsch, aber ja, ist nun mal nicht so. Ne? Das Motorsport, sagen wir alle, ne? Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, noch einmal, ja, einen Lauf vielleicht noch. Den nehmen wir euch nochmal mit nach vorne. Den fährt auch jetzt Bjarne. Er ist heiß wie Fritter, er muss fahren. mir schlottern die Knie. Ja, ich kann das verstehen. Wie gesagt, Bjarne ist halt unser kleiner Vollgaspilot in der Truppe. Er ist halt Hass und Gewalt, ne? Ja, sehen wir gleich mal. Wir, wie gesagt, sind auch schon am Abbauen. Es ist jetzt schon wieder Abreise für uns, weil Sonntag ein bisschen auf dem Zettel steht. Das heißt, wenn wir gleich gefahren sind, haben wir nochmal schöne 5 Stunden vor uns, nach Hause zu fahren. Ja, aber wie gesagt, wir gehen dann nochmal nach vorne und dann nehmen wir euch nochmal kurz mit, wie Bjarne das macht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ausgerollte. Langweilig. Das Ding heute noch nicht so, wie es soll. Nichtsdestotrotz, ein cooles und schönes Auto, hört sich auf jeden Fall geil an. Scheiß, 402 Motorsport auf Scheißegal, da ist volles Ballett durch, Alter. Ja. Das habe ich auch geschafft. Na, schaffst du, Rudi, fang ihn her. Hat er nicht mehr geschafft, ne? Hat er nicht mehr geschafft. Linke Bahne, David gewinnt mit der 10-7, mit der 10-8. 2:24, David, Daniel Mann. Und da an die Boss. So, Leute, wir haben fertig gespielt. Wir müssen ja nach Hause, habe ich ja gerade schon erwähnt. Ist eigentlich zeitentechnisch nicht besser geworden. Also, was war jetzt top, glaube ich? Einmal 12 irgendwas, ne? Nicht schlechter Rede wert, auf jeden Fall. Ist einfach viel zu viel Leistung in dem Fall mit nur Front. Ist, ja, dafür ist er halt nicht gebaut, ne? Das ist halt keine Frontfräse, sondern ein Allradler. So, aber im Großen und Ganzen eigentlich ein positives Wochenende, Schnitt, würde ich behaupten. Wir konnten zwar die Sachen auch schon jetzt schon hier verbessern, das war auch schon nicht schlecht. Ja, viele, viele Eindrücke. Also ich sag mal, unser Medienoffice hat viel zu tun. Da sind nicht ganz so viel Material zusammengekommen. Wie gesagt, wir werden das hier so ein bisschen reinschnibbeln und mal, wie gesagt, Fahrszenen, Aufnahmen. Werdet ihr ziemlich viel sehen heute, glaube ich.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es zwei Teile sogar werden, aber nein, es wird glaube ich nur einer. Ja, in dem Sinne werden wir hiermit jetzt erstmal wieder nach Hause, Haldex machen, bla bla, und mal gucken, wann das nächste Mal ist. Wenn wir damit loskommen, jetzt vielleicht muss Thies erstmal wieder ein bisschen Piano. Ich habe meiner Frau versprochen, dass wenn wir von hier wiederkommen, das Auto erstmal in die Halle geht und wir nichts mehr machen. Das muss ich so ein bisschen einhalten. Ja. Soll ich hier das erklären, dass das nichts wird? Ja, alles gut. Ja, auf jeden Fall. Heftige Wochen die letzten paar. Ich wollte gerade sagen, das war relativ viel Stress die letzten Tage, aber er hat es gut gemacht. Auch Fahrwerk, wie gesagt, konnten wir leider im Alltagsbetrieb jetzt nicht testen, aber ich glaube, das hätte auch gut funktioniert. Also. Ja, in dem Sinne, dann sehen wir uns im nächsten Teil eigentlich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwann. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß dabei, Pörnchen kommt jetzt und vielen Dank an Thies und Bjarne und ja, an alle anderen, die uns hier am Wochenende Unterstützung geholfen haben, super geil, also mega gut aufgehoben. Also keiner, der hier nicht helfen könnte, hätte geholfen, also wirklich, die haben alle das getan, was sie getan oder tun hätten können. Wirklich gut, auch die Veranstaltung ist super, super geplant meiner Meinung nach, finde ich, gibt nichts zu meckern. Nee. Wetter war gut. Wetter war super, also bisschen bewölkt, aber alles mega easy, hammergeil. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.